So, ich mache jetzt mal eine kleine Demo, wie man den Trecker benutzen kann, um die aufgenommenen Filme nachzubearbeiten. Also, irgendwie hat man auf seinem Rechner das Trecker-Programm installiert. Ich arbeite hier mit der aktuellen Version unter Linux. Das soll über Windows etwa genauso funktionieren. Und wir gehen dann mal auf Vollbild, öffnen die Videodatei. Da kommt jetzt ein kleiner Fehler, das stört uns aber erstmal nicht. Da haben wir den Versuchsaufbau und wir lassen den Film einfach mal durchlaufen. Und im nächsten Schritt stellen wir fest, dass wir nur einen Teil von diesem Film brauchen. Es gibt also jetzt hier unten in dem Bereich zwei kleine schwarze Dreiecke und mit denen kann ich den Film anfangen festlegen. Das war jetzt nur der hintere Teil. Ein Stück zurück. So. Wenn man das jetzt auf Endlosschleife laufen lässt, dann passiert erstmal gar nichts. Also das scheint nicht zu funktionieren. Dann halten wir halt wieder an, gehen zum Ausgangspunkt zurück. Geht nicht. So, dann müssen wir jetzt die Spur der Kugel verfolgen. Wir erzeugen also ein neues Objekt, Punktmasse, wählen diese Punktmasse aus und warten jetzt hier, bis die Kugel kommt. Jetzt sehen wir hier schon, in dem Bild ist sie jetzt schon da. Das ist hier so ein weißer Streifen. Das heißt, die Kugel wird nicht genau aufgenommen durch die Kamera, sondern man sieht einfach ein längeres Stück. Also gehen wir nochmal zurück an den Anfang. Und jetzt kann ich hier den Anfangspunkt von diesem weißen Streifen hernehmen. Ich drücke die Shift-Taste. Dann erscheint der Cursor und den setze ich auf den Anfang des weißen Streifens. Das wiederhole ich jetzt. Ich kann diese Kugel relativ genau verfolgen. So, hier kann ich nur noch ahnen ungefähr, wo das ist und dann ist die Sache zu Ende. Hier oben kann ich die Kugelbahn anzeichnen lassen und die sieht auch schon mal ganz gut aus. Dann speichere ich das Ganze erstmal schon ab. Und dann entsteht so eine Trecker-Datei. Jetzt habe ich hier die Aufnahme der Linie und zwar X, also die Horizontale in Abhängigkeit von der Zeit. Jetzt können wir hier einfach mal noch eine Messung machen. Wir können mal sagen, richtig ist es dann doch noch nicht. Ah, machen wir später. Wir haben hier verschiedene Anzeichen. Diagramm 2 zeigt uns beide Linien, einmal die horizontale Bewegung und die vertikale Bewegung. Und jetzt brauche ich nur noch hier drauf zu gehen und brauche Sachen analysiere. Und dann bekommt man hier einen Auswertedialog analysieren, Modellfunktion. Und jetzt möchte das Programm uns was ausrechnen. Wenn das also hier eine Gerade gewesen wäre, dann wäre das die beste Näherung an diese Gerade. Das stimmt natürlich alles nicht. Wir sagen, es ist eine Parabel. Und das sehen wir, so etwa verläuft die. Jetzt haben wir hier eine Verzerrung drin, weil am Anfang hier natürlich die ersten Werte falsch sind. Bis, denk mal, hier zu diesem Punkt war die Kugel ja noch
an der Schnur festgebunden. Das heißt, in einer zweiten Runde müssten wir die Messwerte erst ab diesem Punkt hier aufnehmen und dann weiter auswerten. Aber das war im Prinzip die Arbeitsweise der Auswertung der Bahn. Dann können wir das Ganze speichern. Und schon sind wir fertig.